Heute ist Bildung angesagt. Gleich zwei Museen liegen auf unserem Weg. Im gut versteckten Musée de Dessert in Mialet geht es nicht um Nachspeisen, sondern um die Geschichte der Hugenotten. Unter anderem kann man hier zerlegbare Kanzeln besichtigen, die sich gut vor den Häschern der Regierung verstecken ließen. Das Musée de la Soie zeigt die Aufzucht von Seidenraupen und die Herstellung von Seide. Die Zucht war ein wichtiger Bestandteil der südfranzösischen Wirtschaft. Riesige Wälder aus Maulbeerbäumen wurden gepflanzt, um die gefräßigen Raupen zu füttern. Wir übernachten in Florac am Tarn, immer wieder schön hier. Von dort geht es auf die Chaux, eine der riesigen und kargen Kalksteinhochebenen, die einen großen Teil des Zentralmassivs ausmachen. Unser Highlight heute ist Avenne Armand. Das ist mit Abstand die größte Höhle, die wir je besucht haben. Sie besteht aus einem einzigen Raum, in dem Notre Dame bequem Platz hätte. Hinab geht es mit einem Bähnchen, das schon für sich alleine sehenswert wäre. Die schiere Größe ist beeindruckend. Aber auch die Formenvielfalt ist schlichter Hammer. Das Ganze wird noch geschmackvoll angeleuchtet und mit Musik unterlegt. Nach so viel Untergrund geht's wieder hinauf auf die Chaux für ein wenig leichtes Offroading. Socialement intégré comme les mon banquier, je promets d'essayer comme l'année dernière, je promets d'essayer, je promets d'essayer comme l'année d'avant, je promets d'essayer, je promets d'essayer comme il y a 10 ans, je promets d'essayer, je promets. Danach noch hoch zum Mont Equal, dem zweithöchsten Berg des Massifs Central mit seiner beeindruckenden Wetterstation. Je suis prêt à faire des folies, me lever le matin, dormir la nuit. Am Freitag dann lässt uns das Wetter komplett im Stich. Regen, Nebel unter 10 Grad. Und so fahren wir in einem Satz durch nach Seyssac, wo wir uns morgen die Burg anschauen wollen. In der Nacht gibt dann auch noch mein treuer Schlafsack nach 35 Jahren den Geist auf. Einfach nur kalt. Am Samstag kommt wenigstens ein bisschen die Sonne raus und wir können die Burg besichtigen, wo man sich gerade für ein Mittelalterfest vorbereitet. Wir kommen uns leicht deplatziert vor. Macht aber nichts, denn wir haben noch einen dringenden Termin. Wir wollen in Castel Norderie endlich mal das echte, originale Cassoulet probieren. Der Wetterbericht verheißt aber weiterhin nichts Gutes. Wir beschließen also, dass Sonntag erstmal unser letzter Tag in Frankreich wird. Comme il y a 10 ans, je promets d'essayer, je promets. Cette année je perds plus mon temps, je prends le bon chemin avec les moutons. Mais...